Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einer entspannten Gartenrunde heute bei Nico Pflanzenforschers Kanal und wie es in dieser Sendung nun weitergeht. Wie ihr sehen, der Maulbeerbaum, der hat sich entschieden, dass er alle Triebe gerne richtig kräftig wachsen lassen möchte und das werden wir jetzt verhindern, indem wir hier einige Triebe zurückschneiden. Ich habe leider kein Messer, hat ein gutes dabei. Ist aber auch nicht so schlimm. Aber bevor wir das angehen, zeige ich mal, was ich gesehen habe. Wie ich in den Videos davor angegeben habe, hat der Maulbeerbaum tatsächlich sich entschieden, Blüten zu bilden und diese auch zu versorgen. Ja. Wie wir hier sehen können. Also schreibt das mal in die Kommentare, ob die Maulbeere sozusagen, dass die so aussehen, die Früchte, wenn die schon bestäubt sind, oder dass die Blüten so klein sind, dass die erst jetzt bestäubt werden, weil das würde mich mal wirklich interessieren. Genau. Hier kommen auch schon die nächsten, also die verstecken sich hinter den Achseln. Das heißt, es ist nicht auszuschließen, dass da noch mehr kommen. Wir nehmen mal die Triebe ungefähr weg, die keine Früchte sozusagen zeigen. Hier zum Beispiel dieser Trieb wächst dominant in diese Richtung. Also er will nach hier austreiben. Der will nach so wachsen und das muss ich leider einkürzen, eindämmen. Wir schneiden sozusagen diese Triebe dann. Ach, wir haben ja Zeit, ja. Ich erkläre das in Ruhe. Bis gleich, ich hole mir mal ein Messer und dann fangen wir damit mal an. Also wie gesagt, wir dämmen sein Wachstum ein und hier werden wir ihn sozusagen kappen und den Seitenast hier oben auch, den kappen wir bei da. Er will hier sozusagen den ganzen Platz einnehmen, also lang wachsen im Moment, bleibt nichts übrig, ich muss ihn so schneiden. Vielleicht wird das irgendwann mal ein kleiner Baumbonsai, mal schauen. Na klein, na, kann man nicht sagen, also ist relativ dick schon mittlerweile. Vom Habitus her. Genau. Dann schneiden wir ihn mal. Ich muss kurz mal, dass man das sehen kann. Also hier auf dieser Spitze. Das ist nicht einfach. Ich muss irgendwie mal gucken, dass ich Druck in die Sache reinkriege. Ich brauche ein richtig gutes, scharfes Messer. Ja, das ist. Das, da bleibt mir auf Dauer nichts anderes übrig. Ich muss das so ankreuzen, aber ohne dass mir der Daumen sozusagen weggeht. So, gekappt. Ja, weil die noch relativ dünn sind, kann man das momentan noch machen. So, jetzt haben wir hier sein Wachstum gehemmt. Das machen wir jetzt mit einigen Augen. Also ich werde ihn hier überall rausnehmen müssen, weil mir nichts anderes. So. So. Ist gekappt. Die Triebspitzen, die verweilen dann irgendwann oder treiben demnächst wieder aus. Ja. So. Jetzt kümmern wir uns um jeden Ast hier. Dieser Ast möchte auch dominant nach hier nach draußen wachsen, wo ich arbeite im Garten. Und das kann ich nicht gestatten im Moment. So, setzen ihn hier an. Ja, ihr könnt das sehen. Ja, ihr könnt das sehen. So. Der will auch dominant wachsen, kommt aber nicht in Frage. Wir kürzen ihn hier ein. So. Ist eine Feinkorrektur. Der will dominant nach da wachsen, den lassen wir erstmal auch wachsen. Das Auge darf. Dieses Auge, diese Augen, da muss ich noch beobachten, was daraus wird. Hier wächst ein Auge rein in die Krone und das möchte ich nicht, sagen wir mal so,
Aber ich nehme ihn ungefähr da ab, wo die Früchte noch dranhängen. Da hängen nämlich auch kleine Ansätze von der Maulbeere. So. Das haben wir verhindert. So, jetzt habe ich dafür gesorgt, dass der erstmal. Oh je, oh je. Ja, es gibt einige zu machen. Der Kandidat auch. Gekappt. Hier lasse ich ihn noch etwas wachsen. Hier noch, genau. Aber es dauert nicht mehr lange, bis wir den auch einkürzen. Jetzt kommt der Kandidat hier. Der wächst in die Krone rein und das möchte ich nicht. Ebenfalls wie hier. Das ist auch so einer. Ja, man muss den Baum ungefähr so leiten, dass man weiß, ich lasse die Blüten erhalten. Ja, hier ist noch richtig wirres Durcheinander. Das haben wir aber gerade eingebremst. Aber mal schauen, hier will der auch irgendwann nach da rein wachsen. So, Trieb entfernt. Der hier. Jetzt kommt der an der Reihe, der wächst hier auch wieder viel zu rein in die Krone. Ich möchte, dass die meiste Kraft nach oben gelenkt wird. Hier ist ein schöner Astaufbau im Gang. Ja, kriege ich ihn jetzt nicht eingestellt. Also hier kommt ein weiterer Astaufbau. Diese Äste lasse ich rauswachsen. Das ist so erstmal okay. Aber all das, was hier auf den Seiten rauswächst, das muss ich kontrollieren. Dieses Auge will auch kräftig wachsen. Kürzen wir hier auch ein. So. Hier lasse ich ihn noch. Ja. Ich lasse ihn hier. Hier behindert er mich nicht. Hier kann er rauswachsen. Ja, es ist eine feine Arbeit. Hier, das unterbinde ich. Also ich werde ihn hier. Oder besser gesagt, wo fangen wir am besten an? Es ist voll toll, wie man das so zusammen macht. Also der Ast hier behindert. Naja, die wird vielleicht ein bisschen zu eng. Ich lasse ihn noch ein bisschen rauswachsen. Ich muss es nämlich so machen, dass die sich nicht in die Quere kommen. Das ist das Entscheidende des Astaufbaus. Bevor wir mit den Schneiden des Baubeerbaumes weitermachen, sehen wir hier, dass es tatsächlich dicker wird. Er überwallt hier jetzt mittlerweile, wie man sehen kann, die alte Schnittstelle vom letzten Jahr. Also es ist Wahnsinn, wie das so schnell funktioniert. Das ist echt der Wahnsinn, ja. Und ja, also er heilt sehr gut seine Wunden aus, wie man sehen kann. Hier zum Beispiel, hier war auch ein Ast, ja, das kann ich zeigen. Den hat er vollkommen überwallt, ja, Wahnsinn. Seine Kambriumsschicht, das ist echt interessant anzusehen, ja, definitiv. Genau. Hier unten darf er noch ein bisschen wachsen, sagen wir mal so, aber nicht zu stark. Ja. Ich lasse ihn hier unten. Also es ist voll spannend, dass dieses ganze Geschehen ist. Aber hier nehmen wir den Ast, den ihr hier sehen könnt, der hier. Der kommt jetzt auch raus. Der wächst nämlich mir rein irgendwann in die Krone und das will ich nicht. So, haben wir weggemacht. Ich muss hier noch weiter kontrollieren. Ja. Die, wie gesagt, lasse ich weiter rauswachsen. Er wächst nach da, das Trieb auch, also die Knospe, das ist genauso gewollt. Und also hier kommen viele frische neue Zweige. Das ist alles der Kronaufbau. Ich mache hier noch mehrere Äste. Ich baue hier einige Äste auf. Ja. Ich muss nur darauf Acht geben, dass die nicht zu so stark wachsen. Aber wie ich sehe, scheint das ganz gut im Moment zu klappen. Ich muss kurz mal. Das ist echt gewaltig, oder? Wie die Blüten sich entwickeln, ja.
Auf teilweise manchen Zweigen, ja. Sie sind einfach aus der Astkrone herausgewachsen. Das ist echt heavy, definitiv. Allerdings würde ich sagen, ja. Naja, die behindern sich irgendwann, würde ich sagen. Dann werden wir dieses hier entfernen. Der Ast ist ja schon eigentlich vorbereitet in dem Sinne. So, ist weg. Damit kann er den später nicht hier überwuchern. Genau, also der Baum muss immer frei wachsen können und sich nicht überschnüren, kann man sagen. Genau. Das hier, der will hier auch einen Ast bilden. Der kommt auch weg, den lasse ich nicht zu. So. Dieser hier ebenfalls, der geht jetzt auf die Hauptkrone über, also hier auf den dicken Ast. Das wird irgendwann sehr chaotisch aussehen. Den nehmen wir auch weg. So, damit immer schön Platz für den Baum gegeben ist. Hier kann man das ganz gut sehen. Hier mache ich noch nichts. Noch nichts. Den Ast lasse ich wachsen. Den nicht. Ja. Hier habe ich mich entschieden. Muss kurz. Der Ast kommt weg. Der nimmt zu viel Kraft. So. Der andere ebenfalls. Der geht schräg nach unten. Jetzt habe ich ihn erstmal da gehemmt, in den Sinn, dass er noch weiter hier auf der Seite rauswächst. Sonst wird das mir irgendwann zu eng hier aufs Beet und das muss ich auch kontrollieren. Und die hier, da sehen wir schon ein paar Neuaustriebe haben wir schon rausgenommen. Mal gucken, ob wir hier einen Ast haben, der irgendjemanden behindern könnte später. Das könnte irgendwann hier auch zu einer Behinderung führen. Bei dem. Nehmen wir den Trieb ab. So. Das könnte irgendwann. Gefällt mir nicht. Nee. Früchte darf er bilden. Ja, er hat ja Blütenansätze. So, jetzt habe ich die Krone hier erstmal gerettet, dass die sich nicht überwächst, sagen wir mal so. Und hier lassen wir ihn. Lassen wir. Der bleibt so, wie er ist. Wie ich erzählt habe, der bleibt auch. Der darf kräftig rauswachsen. Ein ganzes Stück. Der Maulbeerbaum ist eine relativ raschwüchsige Pflanze und das lohnt sich. Aber hier sehen wir gerade, das habe ich noch nicht gesehen. Der hier. Der wächst irgendwann in dieser Krone rein und das will ich verhindern. So, haben wir aufgehalten. Hier, der wäre nämlich irgendwann auf diesen Ast hier raufgestoßen und das wäre nicht schön. Genau. Das ist echt der Wahnsinn, das ist echt. Soweit, die lassen wir, den lassen wir. Die lassen wir. Der Ast darf auch kräftig hier rauswachsen, kann gerne bis hier wachsen. Das ist nur einiges. Ja. So ein Video habt ihr bestimmt auch noch nicht auf YouTube gehabt mit einer Maulbeere, definitiv. So eine große. Somit würde ich sagen, haben wir das Ganze schon mal vorbereitet. Das hier werden ja alles, sollen ja alles Äste werden. Die lasse ich auch rauswachsen. Also das war schon so ein Gedanke, so richtig. Die Blätter sind auch relativ, das wird ein dominanter Trieb. Der wird mir aber ein bisschen zu dominant. Da oben, der hier, der Leitast soll eigentlich die meiste Kraft kriegen, der oberste. Der wird den vielleicht irgendwann übernehmen wollen. Nehmen wir seine da oben auch hier diesen Ast weg. So. Großartig.
Damit haben wir ihn vor oben gefördert, dass dieser Ast hier die meiste Kraft, der oberste, die meiste Kraft bekommt. Das ist gewaltig. Damit habe ich sozusagen den Leitast, den Opferast. Na gut, den Opferast würde ich unbedingt nicht sagen. Ja. Der ist mir eigentlich auch wieder viel zu schön, ja, als Opferast. Ich überlege noch, was wir mit diesem Ast machen. Gucken. Ich lasse ihn erstmal kräftig wachsen. Genau. Also wenn euch dieses Video über den Maulbeerbaum gefreut hat oder gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und abonniert diesen Channel, um nichts mehr zu verpassen. Und dann, ja, genau, bis morgen. Ciao, ciao, euer Nico Pflanzenforscher.